Das Relativpronomen ist ein äußerst praktisches Pronomen, weil es ein Substantiv in einem anderen Satz ersetzt. Das Substantiv muss also nicht wiederholt werden. Ein Beispiel. Puerum video. Ich sehe einen Jungen. Puer per viam currit. Ein Junge läuft durch die Straße. Das Wort puer, Junge, taucht in beiden Sätzen auf, obwohl es derselbe Junge ist. Das ist unschön und kann vermieden werden, indem man es beim zweiten Mal durch ein Relativpronomen ersetzt. Das geht so. Puerum video. Qui per viam currit. Ich sehe einen Jungen, der durch die Straße läuft. Das Wort puer, Junge, und das Relativpronomen qui, der, stimmen im Genus, nämlich Maskulinum, und im Numerus, nämlich Singular, überein. Daran kann man erkennen, worauf sich das Relativpronomen bezieht, auf ein Substantiv im Hauptsatz, das denselben Numerus und dasselbe Genus hat. Im Kasus, hier Akkusativ und Nominativ, stimmen das Relativpronomen und sein Beziehungswort meist nicht überein. In unserem Beispiel deshalb nicht, weil puerum, den Jungen, im Hauptsatz Akkusativobjekt ist. Während qui, der, im Nebensatz aber Subjekt ist und daher im Nominativ steht. Schauen wir uns jetzt die Formen des lateinischen Relativpronomens an. Qui quaequot, cuius cuius cuius, cui cui cui, quem quam quod, quo qua quo. Und im Plural, qui quae quae, quorum quarum quorum, quibus quibus quibus, quos quas quae, quibus quibus quibus. Die Formen weichen zum Teil von den uns bekannten Deklinationsformen ab, zum Teil stimmen sie mit ihnen aber überein. Mit der O-Deklination stimmen einzelne Formen des Maskulinums und des Neutrums überein. Mit der A-Deklination stimmen einzelne Formen des Femininums überein. Mit der konsonantischen Deklination stimmen einzelne Formen aller drei Genera überein. Typische Pronomenendungen, die für uns neu hinzukommen, sind alle übrigen Formen sind ganz spezifisch für das Relativpronomen. Wir müssen sie einfach auswendig lernen. Es führt also kein Weg daran vorbei, die Formen des Relativpronomens immer wieder zu üben, bis man sie kann, vorwärts und rückwärts. Dabei soll die folgende Übung helfen. Lies bzw. nenne die Form mit dem roten Punkt. Und jetzt der Plural. Und jetzt nehmen wir einzelne Formen weg. Und jetzt der Plural. Vergleiche die Form. Hast du alles richtig gemacht? Und jetzt nehmen wir wieder einzelne Formen weg.
Und jetzt der Plural. Gleiche die Form. Hast du alles richtig gemacht? Gut, dann nehmen wir jetzt alle Formen weg. Qui. Quius. Qui. Quem. Quo. Und jetzt der Plural. Vergleiche die Form. Hast du alles richtig gemacht? Ja, prima. Wenn nicht, dann geh nochmal zurück und übe nochmal von vorne.